sind endlich da, die ausländischen Verstärkungen für die Footballer der Dresden Monarchs. Mit leichter Verspätung trafen Jeff Welch, Trevor Deed und Donny Avant gut gelaunt als Erste in Dresden ein und wurden von Dresden Monarchs Head Coach Gary Spielbühler und Geschäftsführer Jörg Dressler herzlich empfangen. Tja, und sie haben nur eins im Sinn. Den Titel dieses Jahr holen, dafür sind wir da. Genauso denkt auch der neue Quarterback Jeff Welch, immerhin der erfolgreichste der letzten 3 Jahre in der German Football League, für den es gute Gründe gab, nach Elbflorenz zu kommen. Ich kann mir keine bessere Situation vorstellen. Ich habe gegen Dresden, ich glaube, 8 Mal in den letzten 3 Jahren gespielt und sie hatten immer ein richtig gutes Team. Das bringt mich in eine gute Situation. Es ist einfach nur gut für mich, hier zu sein. Über Frankfurt kommend trafen nur wenig später der Finne Arthur Tenberg und der Franzose Sébastien Séjean in Klotsche ein. Nach einem kurzen Kennenlernen ging es dann gemeinsam auf den Weg zum Trainingsgelände der Monarchs in die Bernsdorfer Straße, wo die anderen Mannschaftskameraden schon am erwünschten Titel ackern. Wir sind nach wie vor locker, wie jedes Jahr hoffe ich, und wir wollen eine super Runde spielen, keine gute, sondern eine super Runde. Wir wollen ganz klar in die Playoffs und dann gilt es weiter nach vorne zu schauen. Ebenfalls in die Playoffs möchte auch der Cheftrainer der Königlichen und dafür sollen auch die Neuzugänge auf den Schlüsselpositionen beitragen. Ja, sie sind sehr, sehr gute Spieler und super Typen. Wir sind froh, sie hier zu haben und begeistert, dass sie an Bord sind. Sie haben heute ihre erste Trainingseinheit und mal sehen, wie sie sich schlagen. In der vergangenen Saison spielten die beiden noch zusammen in Kiel. Die Hurricanes standen immerhin seit dem Jahr 2008 immer im Finale und wurden mit Jeff Welch als Quarterback 2010 Deutscher Meister der GFL. Nun, zusammen mit Deed, im vergangenen Jahr ein Albtraum für die Monarchs. Also Verständnis im Spiel ist schon da, fast wie bei einem Ehepaar. Wir haben in der letzten Saison einiges miteinander erlebt und das wollen wir auf jeden Fall fortsetzen und viel Spaß haben. Wir sollen hier gewinnen und das ist unser Job. Ich gehe davon aus, dass es eine gute Saison wird. Alle Monarchen arbeiten sehr hart an dem Ziel, sich am Ende der Saison den Siegerring der Liga überstreifen zu können. Unmengen Taktik-Trainingseinheiten gefolgt von Einheiten auf dem Kunstrasenplatz des Vereins. Und auch hier war schon im ersten Training wieder der Wille der beiden Amerikaner zu erkennen, dass es nur ein Ziel gibt und sie nicht müde werden, dies zu betonen. Wir sind nicht hier, um einfach nur zu spielen. Wir wollen die Meisterschaft erringen. Das ist sehr wichtig. Das Allerwichtigste für uns ist, Spiele zu gewinnen und natürlich die Meisterschaft. Der Titel soll es also endlich werden. Die Fans wird es freuen. Alle Neuzugänge der Dresden Monarchs sollen dazu ein gehöriges Stück beitragen. Alle verbreiten in der Bernsdorfer Straße Zuversicht. Und man nimmt ihnen auch diesen unbedingten Willen gern ab.